Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft mit unserem Paladin. Wir sind immer noch frisch in Rotkammgebirge angekommen und rennen jetzt mal eben kurz nach Seehain rüber. Haben hier zwei, drei Quests, die wir abgeben können und durchaus auch wieder annehmen können. Wir müssen einmal kurz nach Post gucken. Ich glaube, das ist versuchte Verkäufe für Transmog, aber ich glaube, das ist nichts geworden. Und ja, das muss ich passen. Nee, ist alles abgelaufen. Hat keiner gekauft. Schade, egal. Wir verdienen auch so genug Gold. Ich habe noch das schnelle Reiten geholt. Das 100% Reiten. Und ja, dann melden wir uns mal bei Magistrat Solomon. Und gucken, wie wir den guten Leuten hier helfen können. Ohne Gerechtigkeit kein Friede. Was ist hier los? Soll ich warten? Okay, dann warten wir auch. Meine Kinder wurden entführt, während sie schliefen. Ich erwarte Antworten, Solomon. Okay, Solomon. Von wem wurden die Kinder entführt? Okay. Braucht ihr Hilfe? Eine Bedrohung für das Königreich. Siehe den Ehrenfreund. Ich habe schon gehört, dass die Defias wieder auf den Plan getreten sind. Schreckliche Neuigkeiten. Ich wünschte nur, ich hätte bessere zu berichten, aber so wie es aussieht, wird Seehain angegriffen. Wir verlieren an allen Ecken und Kanten Leute. Unsere eigenen Wachen sind viel zu weit verstreut, um mit der Situation fertig zu werden. Wir brauchen einen Helden, der sich der Sache annimmt. Naja, kann ich auch nur. Was macht da eine. Ich wollte sagen, was macht eine Blutelfe hier? Das ist immer eine Lernelfe. Seid vorsichtig. So, das Rotkammgebirge ist ein einziges Chaos. Ja, das stimmt. So, Parkers Bericht. Für die Allianz. Wo habe ich mein Monokel nur hingelegt? Unaha, seid ihr das? Ziehe den Magistrat Ehrenfreund. Solomon setzt sein Monokel auf. Ihr seid nicht Konacha? Was habt ihr denn da? Ihr gebt Magistrat Solomon Parkers Bericht. Das kann doch nicht wahr sein. Jaula, schon wieder? Magistrat Solomon setzt sein Monokel auf. Für die Achso. Allianz. Sorry, da waren wir schon. Wir müssen uns vorbereiten. Jeden Tag verschwinden weitere Bürger. Wir glauben, dass die Gnolle dafür verantwortlich sind, aber wir wissen nicht, wo sie unsere Bürger hinbringen. Wenn ihr uns helfen wollt, die Gnolle zu besiegen und unsere Bürger zu finden, müsst ihr ordentlich ausgerüstet sein. Leider haben wir keinen Gnomkorder mehr. Ohne einen Gnomkorder können wir während eures Einsatzes nicht mit euch kommunizieren. Unseren letzten funktionstüchtigen Gnomkorder, mein Gott, was für ein Wort, Gnomkorder, haben die Murlocs letzte Woche bei einem Überfall gestohlen. Begibt euch östlich von hier zum Immerruhsee und bringt ihn an euch. Das Licht segne euch. Ja, ich habe ein bisschen mit meiner Stimme zu kämpfen, vielleicht hört man das sogar. Büttel Konacha. Was kann ich für euch Oder tun? Konacha? Konacha. So, wir haben auch schon Heldenaufruf Dämmerwald, okay. Was bringt euch vor das Gericht von Sinhain und den ehrwürdigen Magistrat Solomon, den Helden Opu Lauf Dämmerwald? dann. Ami, die Bürger von Dämmerwald benötigen dringend eure Unterstützung. Ich habe hier einen Brief von Kommandantin Althea Schwarzhaupt, der Anführerin der Nachtwache. Sie bittet um Hilfe. Um nach Dunkelhain zu kommen, solltet ihr die Brücke benutzen, die sich in der südwestlichen Ecke des Rotkammgebirges befindet. Auf der anderen Seite der Brücke beginnt Dämmerwald. Dann müsst ihr nur noch der Straße nach Dunkelhain folgen. Hütet euch vor den wilden Bestien, die außerhalb der Ortschaften lauern. Mögen eure Reisen sicher Ja, sein. das machen wir aber noch erst, wenn wir hier fertig sind. Säuberung des Immerusees. Auf dem Weg zum Immerusee? Es wird euch sicher freuen, dass wir gerade eine Belohnung auf Murlocs ausgesetzt haben. Tötet so viele ihr könnt, dann wird man euch belohnen. Es ist egal, welche Murlocs. Tötet sie einfach wahllos. Der Immerusee liegt genau östlich von Seenhain. Er ist der See, es ist der See. Es ist der See. Ist Wasser drin? Kommt euch das bekannt vor? Achso. Auf dann. Ja, ich bin nicht sicher. Ich bin Braucht nicht ihr ganz auf der etwas? Höhe, ganz auf der Höhe. Einwohner unserer Stadt verschwinden, Solomon. Was gedenkt? Also, das kennen wir schon. Ich habe gedacht, wir können ein bisschen mit Jodel. Ich will mal eben ganz kurz. Das mache ich mal kurz aus. Und das will ich auch mal ausmachen. Ich brauche sowas nicht. Wir leveln einfach nebenher. Also ohne Guide. So, da vorne ist auch eine Quest. Das sind zwei kleine Kinder. Der Sean und Nidda. So, was hat der gute Sean denn? Niddas Halskette. Oder Nidas Halskette. Meine Freundin Nidda hat ihre Halskette verloren. Wir finden. Miau. Achso, die Katze. Ich beherrsche die Katzensprache.
FC sagt, danke. Wir finden sie nicht mehr. Wir haben den ganzen Tag hier geangelt und auch schon die Umgebung abgesucht. Ich befürchte, dass sie in den See gefallen ist. Unsere Eltern wollen nicht, dass wir im See schwimmen gehen. Meine Mama sagt, unter Wasser gebe es fiese Wesen, aber ich sehe nicht aus, als, aber ihr seht nicht aus, als ob ihr Angst hättet vor fiesen Wesen. Könntet ihr die Kette für Nida finden, bitte? Ja, machen wir. Und deswegen werden wir auch direkt hier reinspringen. So, dann müssen wir nur mal eben gucken, ob irgendwo. Da hinten ist er gerade gespawnt. So, schmeiß mal ganz kurz auf unsere Qualle. Und da vorne ist der glitzernde Matsch. Da ist die Halskette drinne. Nidas Halskette. Questgegenstand, okay. So, dann können wir die Quest gleich abgeben. Haben wir nämlich schon erledigt direkt. Gut, Qualle, dass du direkt verschwindest. So, jetzt aber weg mit dir. So, ich werde aber auch gleich unseren Ruhestein mal eben hier setzen. So, Nida. Hallo, ich habe meine Halskette verloren. Mein Papa hat sie mir geschenkt. Papa sagt, dass es Ungeheuer im See gibt. Habt ihr Ungeheuer verprügelt? Nein. Danke, dass ihr meine Halskette gefunden habt, ehrenwerter Paladin. Ihr seid sehr nett. Mein Kätzchen dankt euch auch. Nicht wahr, FC? Ja. Können wir mal eben hier. Achso, Gasthaus wird immer angezeigt. Nee, okay. Gut, Seid Brianna. gegrüßt. Mögen eure Reisen sicher sein. Eure auch. Was? Okay. Nichts bei denken, weitergehen. So, dann gehen wir mal ein paar Murlocs umhauen. Hallo. Helga Heimat, ja, toller Name. Da liegt einer unter. Leute, wenn ihr ein bisschen mehr. Vor allen Dingen, ihr müsst die Steine noch berühren, das wird dann nichts. So, den Gnomkorder finden und die Murlocs töten. So, hier ist wahrscheinlich gerade nichts los. Das ist zu weit entfernt. Weil die Quests, die machen so viele Leute. Und dementsprechend hast du hier jetzt keine Mobs. So, bisschen Muschelfleisch. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. So. Ein bisschen Muschelfleisch und nicht mal eine Perle drinne. Ich bin So, außer Reichweite. Den weggebolzt. Ja, yeah, neues Schwert. So. Das ist zu weit entfernt. Oh, das spawnen hier gerade aber viele, du. Kurz den Heal mit rausdrücken. So, da können wir eigentlich mal eben. Ich brauche ein Ziel. Ich muss näher ran. So, hier ist ja noch einer. Ein Schamane. Und noch einer. Eine Schamanin. Ne, los, sag mal. Sollen wir ihn kurz hier die Gnomkorder aufnehmen? Der Gnomkorder. Knackt und rattert, okay. So, ich bräuchte noch bitte einen Murloc. Warlock-Flosse ist doch Material, glaube ich, ne? Oh ja, 21 Stück. So, jetzt kann auch gerne mal einer respawnen wieder.
Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Oh. Ja, da brauche ich alles nicht, ne? So, dann geben wir mal eben die beiden Quests wieder ab. Ich drücke so fest, ich kann. Das Ding wiegt eine Tonne. Ich wollte bloß die verfluchte Brücke bauen. Ja, ja. Da kommen wir noch früh genug hinter, was da los ist. Kommt näher. Schönen Tag auch. Das wünsche ich auch. So, hier müssen wir rein. Rathaus von Seenhain. So, ich dränge mich mal vor. Tschö, tschö. So, Konaha. Hallo. Ihr habt den Murlocs eine Lation erteilt. Hoffentlich überlegen sie es demnächst zweimal, ob sie unsere Stadt überfallen wollen. Nein, ich glaube auch nicht dran. Achso, Belohnung auswählen. Wir nehmen das, was teuer ist. Kann nicht wahr. Wir nehmen das, was uns eine Verbesserung ist. Und zwar die Handschuhe. Schönen Tag auch. Ich die mal direkt an. So, Solomon. Was kann ich für euch tun? Habt ihr den Gnomcoder gefunden? Seid vorsichtig. Hervorragend. Ich ändere noch ein paar Einstellungen, dann können wir beginnen. Ziehe den Ehren. Der Gnomcoder scheint zu funktionieren. Ich habe ihn euch angelegt, aber wir müssen noch die Empfangsfrequenz einstellen. Verlasst Seehain in Richtung Norden und folgt die Straße bis zum Friedhof. Wenn ihr am Friedhof angekommen seid, versuche ich zu senden. Das Licht segne euch. Hätte nicht gepasst, versuche ich euch zu kontaktieren besser. So. Dieser Level 30 können wir auffliegen. Oh, hier ist eine neue Quest. Der ist geil, die rackern hier sich ab und er sitzt da auf seinem Stuhl, ey. Marshall Maris, ey. Und säuft erstmal ein Bier, ist klar. Das Licht sei mit euch. Wie ein Furz im Wind, ja, das passt schon. Wir wurden letzte Nacht überfallen. Oder war es die Nacht davor? Ich weiß es nicht mehr genau. Seit 3 Tagen kriege ich kein Auge zu. Wahrscheinlich verliere ich schon den Verstand. Gnolle haben unser Vorratslager geplündert. Alles haben sie mitgenommen. Rein und raus, lautlos wie ein Furz im Wind. Meine Soldaten sahen sie zu den Schluchten nordwestlich von hier laufen. Bringt unsere Vorräte zurück, Paladin. Seid vorsichtig. Ich wär's noch mit Bitte, ey. Ja. Ja, Zurechtweisung ist schon wichtig, ne? Ja, komm her, nehmen wir. Und ein Counterspell, so. So, wir sind da. Kontaktierst du uns bitte? Wir sind am Friedhof. Ja, da ist schon die Quest. Der Gnomcorder knistert und kracht. Könnt ihr mich hören, Ami? Ist das Ding an? Ah ja, ich sehe euch jetzt dort. Wir können anfangen. Schluchten springen. Der Gnomcorder summt. Als erstes steht ein flotter Marsch durch die Rotkampfschlucht direkt im Norden von Seenhain an. Tötet jeden Gnom, den ihr seht. Huch, habe ich Gnom gesagt? Ich meinte Gnoll. Tötet jeden Gnoll, den ihr seht und nehmt ihnen zum Beweis eurer Tat das Halsband ab. Eine Warnung, Army. Hütet euch da draußen vor den Etiens. Meine Kundschafter haben in letzter Zeit riesige, blutdürstige Etiens in den Schluchten gesehen. Geht ihnen aus dem Weg, wenn ihr weiterleben wollt. Solomon Ende, ich melde mich. Ja. Okay, dann setzen wir wieder auf, Mount. So, wir sollen Vorratskisten sammeln und Halsbänder. Okay. Ich vermute, dass wir hier noch gar nicht töten müssen, weil wir vermutlich um die Vorratskisten zu sammeln. Ah, hier ist schon die erste. Okay, da habe ich nichts gesagt. Ich bin außer Reichweite. Ja, die meint er, ne? Ja, so Elite-Mobs, ne? Die klatscht uns natürlich so weg. Wer die Etis beherrscht? Ihr seid über ein Dokument der Knolle gestolpert. Der Gnoll, von dem diese Propaganda stammt, kann ein wenig schreiben. Brüder von Jorla, hört Schutzpranke an. Orks geben Schmutzpranke Kugel. Schmutzpranke beherrscht Etienviecher. Schmutzpranke zermalmt Menschis. Holt euch Schmutzprankes Prank-O-Graf in den Redbahnhöhlen. Höhle im Westen, in Schlucht versteckt. Die Unterschrift besteht aus einem Prankenabdruck. Anscheinend hat jemand auch ein Stück aus der Schriftrolle gebissen. Ihr solltet dem vielleicht nachgehen. Okay. Das ist dann, ach, ganz da oben. Wie heißt der? Ardo Schmutzkante? Ardo Schmutzpranke, tatsächlich. Nicht Ardo Goldkante, das war was anderes, sondern Ardo Schmutzpranke. So, hier sind schon viele Kisten, die unbewacht sind. Das ist schön.
zu weit entfernt. Da haben wir schon betäubt, da kann man nämlich Ruhe mieten. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Oha, den hat zermürbt. So 7 von 8. Mal schnell eine Wurzel mitnehmen. Dieser Rekorder konnte auch schon auf 50. Lauf doch nicht gleich weg, Mensch. So, dann gehen wir mal da in die Höhle rein. Und gucken mal, ob wir Arno Schmutzpranke finden. Ja, hier ist aber Knolle ohne Ende wahrscheinlich drin. Frischfleisch? Ich geb dir gleich Frischfleisch. Ich brauche ein Ziel. Ich weiß gar nicht, wie kommen wir denn da hoch? Das ist zu weit entfernt. Sind das auch, ach, so ein Ork, sehe ich gerade. Ich muss näher ran. Also wir kommen hier, können hier vorbei reiten, alles klar. Dreckschleuder. Er wirft mit Dreck. Oh Mann. So, 9 von 10. So, Ardo, Schutzpranke, Schmutzpranke. Ich bin außer Reichweite. Nicht mit Schattenblitz, Carsten. Und jetzt Carsten sind ja doch. Ich muss näher ran. So, Kugel. Die Kugel zischt, als ihr sie berührt. Als ihr die Kugel berührt, hört ihr ein leises Klicken. Ihr nehmt die Kugel von ihrem Sockel. Nun kontrolliert ihr die Kugel und damit auch die Ettins. Vielleicht könntet ihr mit einem Ettin den riesigen Felsbrocken entfernen, unter dem Großknecht Oslo in Seenheim eingeklemmt ist. Findet einen Ettin und wendet die Kugel bei ihm an. Begebt euch danach nach Seenheim. Okay. Okay, da sitzt der Knecht unter. Okay. Da vorne ist schon wieder die Hexenmeisterin. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Habt ihr die Halsbänder bekommen? Der Gnomkörper knirscht und knarrt. Gute Arbeit, Ami. Ich habe gerade wichtige Informationen erhalten. Anscheinend sind unsere verhassten Feinde, die Schwarzfelsorks, schlauer geworden. Sorun öffnet sich ein Fach des Gnomkörpers. Ich habe euch ein paar Silbermünzen für die getöteten Gnome, Grolle übermittelt. Der Gnomkörper kracht und knackt. Die Schwarzfelsorks scheinen doch klug zu werden. Man hat mir gemeldet, dass sie sich mit den Knollen verbündet haben und einen Angriff planen. Ich brauche Einzelheiten, Army. Überprüft die Redbahnhöhlen im westlichen Teil des Rotkampfes. Sucht nach Orks mit dunkler Haut, tötet alle, denen ihr begegnet, und sucht ihre Leichen nach Informationen. Solomon Ende. Da kam ich gerade her. Hättest du die Quest nicht vorher geben können, ehrlich? Am besten droppst du schon direkt das, was wir brauchen. Ja, Schwein gehabt. Schreiben der Orks. Dieser Gegenstand kann gelesen werden. Da wollen wir mal gucken. Ja, genau. Rekat Kasum, Zugas Magan, Askasret. Tuk-Tuk. Amalokok. Dela Zago Tago Ross. Okay. Was habt ihr herausgefunden? Nichts. Der Gnomkörper summt und surrt. Legt das Zen-Schreiben in das kleine Fach, damit ich es lesen kann. Ich spreche fließend Orkisch. Ihr hört einen entsetzten Schrei im Hintergrund. Die Orks scheinen auf Yawlas direkten Befehl hier zu sein. Das bedeutet, dass Yawla den Invasionsplan der Orks besitzt.
Ihr müsst Yoda finden, Army. Er hält sich irgendwo im nördlichen Teil der Rotkampfschlucht auf. Tötet den räudigen Hund und durchsucht seine Leiche nach den Invasionsplänen des Schwarzfels-Clans. Sollte das gelingen, bringt die Pläne zu mir in das Rathaus von Senhain. Solomon Ende. Okay, der müsste hier um Ecke sein. Der hoffe, ja, er ist gerade da. Na komm her, Yoda. Ein Ziel. So, Invasionspläne. Ah, kennen wir schon. Okay. Ich gedacht, die wurden aktualisiert. Die Quest haben wir alle fertig. Die haben wir auch fertig. Dann müssen wir noch ein Etten kontrollieren. Boah, ich würde dazu gerne die Blume da haben, ne? Huch, jetzt habe ich aber den falschen angegriffen. Hoppala. Ziel. Ich ja. Auch nicht. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir mal eben schnell Ätchen finden. Da unten rennt schon einer. Den kommt gucken, ob wir den kontrollieren können. Frage ist, wie nah müssen wir ran, ne? Das ist zu weit entfernt. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Ja geil, jetzt ist Cooldown drauf. Jetzt, wo ich oben Schnute krieg von dem, Alter. Ich muss mal eben jetzt abhauen, ey. Ich brauche ein Ziel. Hey, Wache, das war meine. So. Unterwirft und kontrolliert einen Schlucht-Ettin. Okay. Ich räume die anderen mal ein bisschen aus dem Weg. Sonst kommen die nur in die Quere. Oha, ein Tigerauge. Die Dinger kann man verkaufen. Hier immer abhauen müssen, ne? Ich bin außer Reichweite. Erst habt ihr große Schnute. Wo kommst du denn her? Achso, du bist so ein kleiner. Das sah erst so riesig aus, weil er so nah dran war. Geil. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Geil, jetzt ist wieder Cooldown drauf. Wieso ist da jetzt wieder Cooldown drauf? Nicht dein Ernst jetzt, ne? Es ist der Tod, jetzt bringen die ihn um, ich pack das nicht. Kein Kommentar. So funktioniert das denn nicht so, wie man das möchte? So. Wo haben wir noch einen von den? Ja, jetzt findest du nämlich keinen mehr. Auch ein Grund, wo man Tank spielen sollte, da kann man nicht mehr vom Mount geholt werden.
Ziel. Hier vorne ist bestimmt keiner rum, ne? Doch. Ah, der wird schon kontrolliert. Na, tolle Geschichte. Da ist noch einer. Ob ich den jetzt kriege ohne... Das ist zu weit entfernt. Na, siehst du, hat er doch noch funktioniert. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Läufst du hinterher? Ja, tust du. So, dann mount ich mal auf. So, nochmal benutzen bei Großknecht Oslo. Okay. Und hep. Noch da? Ja, noch da. So, dann. Fällt es nicht so schwer, jämmerliche Schwächlinge. Wohin werfen? Auf Brücke werfen? Nein, 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 bitte nicht auf die Brücke. Wer sich daran erinnern kann, die Brücke, die wurde zu... Okay, ich werfe ins Wasser. Zu Classic-Zeiten oder seit Classic-Zeiten wurde die Brücke repariert. Die wurde erst mit Kataklysmen fertig, glaube ich. Ja. Haut er jetzt ab? Ganz so. Grüße. So, wie ein Furz im Wind. Habt ihr die Vorräte geborgen? Für die Allianz. Danke, Bürger. Ohne euch wären wir verhungert oder schlimmer noch, hätten dort draußen selbst nach Nahrung suchen müssen. Ja, könnt ihr ja auch, Seid vorsichtig. Mann, wie faul, ey. So, wieder ein neues Transmog. Einen schicken neuen Umhang. Sag mal her. Joa, passt ein bisschen besser, ein bisschen robuster, ne? So, rette Großklotz, ja, Großknecht. Und Jaula muss sterben. So, dann haben wir die beiden nämlich auch schon fertig. Ja, ich bin da schon dabei. Ich habe da schon die Gnolle bekämpft. So, Solomon. Seid gegrüßt. Rette Großknecht Oslo. Das Licht segne. Ihr habt einen Ätzen benutzt, um den Felsbrocken zu entfernen, unter dem Großknecht Oslo eingeklemmt war. Unglaubliche Leistung, Army. Oslo wird euch sehr dankbar sein, wenn er sich wieder gefangen hat. Belohnung wählen. Solomons Hammer oder... Das Schwert. Wir nehmen das Schwert, weil es mein Gewehr ist. Ziehe den Ehrenfreund. So, Stormwind ist euch jetzt gegenüber respektvoll eingestellt. Habt ihr die Invasionspläne des Schwarzfels-Clans? Für die Allianz. Ihr gebt Magistrat Solomon die Pläne. Er beginnt zu lesen. Schattenfeldarmee, diese verfluchten Orks. Diese Invasionspläne weisen darauf hin, dass die Orks und die Gnolle eine gewaltige Streitmacht im Osten zusammenziehen. Gatz Il-Zok, der General des Schwarzfels-Clans, will wohl mit seiner Armeen durch Senhai marschieren und Sturmwind direkt angreifen. Seid vorsichtig. Okay, es gibt wohl neue Beinschützer. Ja, direkt anziehen. So, wir sind erledigt. Ich könnte eigentlich gleich eine Evakuierung ausrufen und Senhai räumen, bevor die Orks einmarschieren. Und das, wo wir endlich diese verfluchte Brücke fertiggestellt haben. Welche Hoffnung gibt es schon, Army? Es besteht Hoffnung, Solomon. Ohne Gerechtigkeit, mein Gott, welche Hoffnung besteht, Oberst? Wir können, Erdite, achso, hier alles auseinander kaspern können. Es besteht Hoffnung, Solomon. Welche Hoffnung, Oberst? Was könnte schon uns schon von diesem drohenden Sturmangriff bewahren? Oh Gott. Wenn wir zu reden, ich muss mir klarkommen. So. Welche Hoffnung? Sturmangriff? Ich komme hier nicht gerade klar. Das ist Bürger, es besteht Hoffnung. So, genau. Welche Hoffnung, Oberst? Was könnte uns vor diesen... er diente 248 in Folge während des ersten, zweiten und dritten Krieges. Das ist witzig, wenn man einmal die Maus benutzt, dann... geht er so weit runter, dass man das gar nicht mehr lesen kann, was hier abgeht. So, jetzt wurde gefangen vor 5 Jahren von einem Bataillon sinkender schweinischer Schwarzfelsorks knapp 5 Klicks außerhalb der südlichen EMZ. Gefoltert und als lebendes Urinal für junge Ork-Krieger missbraucht. 5 Jahre lang. Trautmann. John J. Gieschen. Gieschen lebt? Ich dachte, er sei gestorben. Das ist bla 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 bla.
Er ist am Leben und hat die vergangenen 5 Monate als Verbannter in Seenheim verbracht. Oder habt ihr es nicht gewusst? Genug geredet, wir müssen Leute retten. Das ist alles bla 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 bla. Bla bla bla, ist an der Zeit. Ja, weiter Antworten, Bürgerin. Okay, das ist alles bla bla. So, Oberst Trottmann. Ehre dem König, Freund. Habt ihr jemals von John Keeshan gehört, Army? Ich war in allen 3 großen Kriegen sein Kommandant. Ich sage euch, dieser Mann hat mehr Orks getötet als jeder andere. Wenn jemand die Invasion der Schwarzfels-Orks aufhalten kann, dann John Jay. Keeshan. Wir müssen ihn dazu bringen, uns zu helfen. Wenn die gewaltige Schwarzfels-Armee auf ihren Weg nach Elven durch Seenheim marschiert, wird sie das ganze Land in Schutt und Asche legen. Ich habe gehört, dass er den geheimen Kampfflug angehört, der sich im Gasthaus von Seenheim trifft. Findet ihn und erzählt ihm alles, was ihr wisst. Die Allianz. Okay, gut, machen wir. Mein Lieben, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich über beides riesig freuen. Habt eine schöne Zeit. Macht das Beste draus. Bis dahin.